Der Klimawandel hat wieder zugeschlagen. Wir werden sterben, wir werden grillen. Das Frühjahr ist heiß wie nie, trocken wie nie. Unsere gesamte Existenz ist in Gefahr. Und all jene, die uns, den Propagandisten des Ökofaschismus und Klimaterroristen, nicht hörig sind, sind Mörder an der Menschheit. Seit Wochen tönt es stündlich aus allen Rohren der gelenkten Propaganda, vor allem im zwangsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen. Nun sitze ich seit gut zwei Wochen im Regen bei 9 Grad. Die Wiesen sind nass, feucht. Geregnet hat es genug und es wird die nächsten Tage weiter regnen. Die Landwirte sind zufrieden. Es wächst, blüht und gedeiht. Ist das der Klimawandel, der hysterisch beschworen wird? Nein, das ist das Wetter, quittieren die infantilen Aktivisten der Endzeitsekte. Wir lernen aus dem Sektenwissen der letzten Zeugen nach Greta Thunberg. Wenn's heiß ist, ist es der Klimawandel. Wenn's kalt und regnerisch ist, ist es das Wetter. Die Eisberge werden schmelzen. Der Meeresspiegel wird dramatisch ansteigen. Die Küstenorte werden im Meer versinken. Hören und lesen wir allerorts und warten seit den 70er Jahren darauf, dass Venedig versinkt. Nun, das ist Eis, es ist schon geschmolzen, es ist Eis im Glas. Wenn es schmilzt, wird der Wasserstand im Glas höher? Nein, der Pegelstand bleibt gleich. Die Eisberge im Meer bestehen aus Salzwasser. Es verhält sich daher ein wenig anders, aber bestenfalls im geringen Promillebereich. Der Neusiedlersee wird austrocknen. Der Klimawandel ist schuld. Jeden Tag sehen wir es. Doch wann trocknete der Neusiedlersee das letzte Mal aus? Richtig, 1865 bis 70. War er gänzlich ausgetrocknet, also vor der Industrialisierung. Also wo bleibt der Klimawandel? Denn es ist ziemlich kalt und es regnet. Wie gern hätte ich doch das Wetter wie in Italien übrigens, oder das Klima wie in Italien übrigens, die Italiener sind auch nicht ausgestorben. Und das konstant seit den Römern, also seit Jahrtausenden nicht. Trotz heißem Wetter oder Klima. Prost!